Die Zeit in meinem Job als Videospielredakteur bei der GamePro und Content Creator auf YouTube schickte mich nun zum bereits 11. Mal nach Japan. Ein Land, das mit unzähligen Erlebnissen und Eindrücken aufwartet. Ein Land, das ich bereits bei meinem ersten Besuch ins Herz schloss. Ja wirklich, es ist ein Land, das man meiner Meinung nach bereist haben sollte. Denn Japan ist bunt, bunt und bildschön. Dabei braucht ihr gar nicht zwingend eine Anime-Affinität im Gepäck, sondern vielmehr Abenteuerlust und Fernweh sowie Interesse an Kultur und Kulinarik, Fortschritt und Fantasie. Die naheliegendste Möglichkeit für einen Aufenthalt ist natürlich ein Urlaub. Alle Infos dazu samt Kostenkalkulation und Spartipps präsentiere ich euch in einem separaten Video, das ich euch in der Infobox verlinke. Wer das Land Japan inniger und intensiver erleben möchte, sollte hingegen mit einem Work and Travel oder Farm Work and Travel liebäugeln. Auch zu diesen Themen erwarten euch zwei Reportagen auf meinem Kanal. Checkt dafür ebenfalls die Links in der Videobeschreibung. Neben den eben skizzierten Optionen für einen längeren Verbleib in Japan gibt euch der verantwortliche Anbieter AIFS aber noch eine Alternative an die Hand. Spitzt eure Ohren und eure Bleistifte. Ein Auslandssemester in Japan. Klingt spannend, finde ich auch. Und deshalb habe ich mich im Auftrag von AIFS auf die Reise gemacht, um euch dieses Abenteuer vorzustellen. Okay, das ist schon cool, ey. Unser Dreh im April 2023 begann in Tokio. Dieser Monat eignet sich übrigens wegen der Kirschblütenzeit hervorragend für einen Trip nach Japan. Glaubt mir, spätestens bei diesem Anblick steht eure Euphorie in voller Blüte. Das aber nur nebenbei. Für uns ging es dann weiter nach Kofu. Die 200.000 Einwohnerstadt liegt etwa in der Mitte zwischen Tokio und Nagoya im Landesinneren. Mit dem Zug ist man von der Hauptstadt ca. 90 Minuten unterwegs. Und hier, im Schatten des majestätischen Fujisan, befindet sich auch die Yamanashi Gakuin University mit ihrem International College of Liberal Arts, an dem Interessenten ab 17 Jahren im Rahmen des Programms ein Studium für ein oder zwei Semester absolvieren können. Das College öffnet seine Tore für Studierende aus aller Welt und eröffnet ihnen die einmalige Möglichkeit, das Land Japan auf eine ganz besondere Art kennenzulernen. Kennenlernen ist ein gutes Stichwort. Die englischsprachigen Kurse locken und lockten Studierende aus 40 unterschiedlichen Ländern an die Uni, was es euch ermöglicht, Freundschaften aus aller Welt zu knüpfen. Und ähnlich facettenreich wie das Publikum in den Hörsälen sind auch die dortigen Kurse, wie etwa Kanji und Kalligraphie oder Samurai Code and Culture bei Professor William Reed. Dozent Darren Ashmore hat sich hingegen die thematischen Spezialgebiete Anime and Manga Studies oder Filmmaking auf die Fahnen bzw. in den Stundenplan geschrieben und jede Menge Nerdkram in sein Büro gestellt. Da fühlte ich mich natürlich sofort heimisch. Auf aifs.de findet ihr alle Kurse im Überblick. Den Link gibt's in der Videobeschreibung. So, let's start by the first thing. Da das College of Liberal Arts mitten auf dem Campus liegt, sind die Unterrichtsräume, andere universitäre Einrichtungen, ein schönes Café oder auch die Wohnheime fußläufig zu erreichen. Die dortigen Einzelzimmer bieten Bett und Schreibtisch, Kleiderstange und Klimaanlage. Und wenn ihr doch ins Schwitzen kommen wollt und euch die Laufstrecken zwischen den eigenen vier Wänden und Auditorium als Bewegungsausgleich zum Studium nicht reichen, nutzt ihr einfach die vielseitigen Sport- und Freizeitangebote, wie etwa japanische Kampfkunst oder Krafttraining im Fitnessstudio. Wer sich hingegen lieber beim Shopping als beim Sport austobt, turnt dank kurzer Entfernung ruckzuck durchs Tokio-Getümmel oder vertreibt sich die Freizeit in Kofu beim Spazierengehen, Bummeln oder Futtern. Fantastisch. Fürs leibliche Wohl ist aber auch an der Uni gesorgt. Schließlich sollt ihr ja bei Kräften bleiben. Drei Mahlzeiten pro Tag sind im Programmpreis enthalten.
In der Cafeteria des Wohnheims gibt's Frühstück, Mittag und Abendessen. Na, habt ihr inzwischen Appetit auf ein Auslandssemester in Kofu bekommen? Klingt doch nach einem echten Leckerbissen, oder? Noch gilt Japan unter Studierenden als Geheimtipp. Seine Beliebtheit als Studienziel wächst jedoch stetig. Ein Grund hierfür ist das angesehene Bildungssystem. Durch die Unterstützung und das durchdachte Angebot von AIFS sind A, die Zulassungsbedingungen für ein Auslandssemester einfach zu erfüllen und wird B, das bürokratische Bollwerk für euch angenehm aufgeweicht. Die Verantwortlichen von AIFS sind aber nicht nur vor, sondern auch nach und vor allem während eurer Zeit im Ausland stets für euch da, um ein stolperfreies Studium zu gewährleisten. Die Kollegen und Kolleginnen helfen euch bei der Vorbereitung und Planung, organisieren den Studienplatz sowie Flug und Unterkunft. Wie euer Bewerbungsverlauf in 10 einfachen Schritten funktioniert, erfahrt ihr auf aifs.de. Den entsprechenden Link gibt's in der Infobox. Soweit die Theorie. Wie das in der Praxis aussieht, wollte ich von einem der Studenten wissen. Nico, erstmal herzlichen Dank für deine Zeit. Arigato gozaimasu. Aber sag mal ganz kurz, deine Zeit an der Uni ist doch eigentlich schon lange vorbei, oder? Genau, ich habe mein Semester schon abgeschlossen. Mir gefiel das Land aber so gut, dass ich hier weiter bleiben wollte. Darum habe ich mich nach Optionen umgeguckt und habe jetzt mit einem Praktikum angefangen in Tokio direkt und lebe da jetzt seit Anfang Januar und mache dann ein Praktikum bei einer Grundschule. Interessant. Also Japan hat es dir auf alle Fälle angetan, das hört man ganz eindeutig raus. Aber wie war es denn bei deinem Auslandssemester? Also warst du davon denn ähnlich begeistert? Auf jeden Fall. Ich war super aufgeregt vorher, wusste gar nicht so wirklich, was mich erwartet. Ich habe mich natürlich informiert. Alle Leute sind super nett, auch hier im ICLA wurde ich sehr herzlich willkommen geheißen. Also mir gefällt das Land klasse, die Leute klasse. Alles, was ich bisher erleben durfte, hat wirklich große Eindrücke bei mir hinterlassen. Von daher ja, hoffe ich, dass es sich weiterhin so verhält. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was hast du denn eigentlich genau studiert hier? Ich habe ohne Major studiert, also einfach verschiedene Kurse durfte ich mir wählen, die miteinander auch gar nichts wirklich zu tun hatten. Da hatte ich dann beispielsweise Geschichte dabei, japanische Geschichte. Ich hatte aber auch Psychologie dabei, ich hatte Data Science, also so Computerwissenschaften dabei, einen japanischen Sprachkurs natürlich hatte ich dabei. Das hatte alles nicht so wirklich was miteinander zu tun, waren aber alles sehr interessante Einblicke. Von daher war ich vollkommen frei in meiner Wahl und habe mich einfach nach meinen persönlichen Interessen dann so entschieden. Dann lass mich noch mal ganz kurz die Brücke schlagen an dieser Stelle zum Thema Japanischkenntnisse. Du hast es eben schon angesprochen, wie wichtig sind denn die Sprachkenntnisse, bevor man ein solches Auslandssemester antritt? Also wenn man ein Auslandssemester, so wie ich es jetzt absolviert habe, am ICLA, dann braucht man kein Japanisch. Also tatsächlich wird alles auf Englisch geregelt. Die Leute sprechen auch fließend Englisch. Alle, die im Support arbeiten, die Lehrer auch, der Unterricht wird natürlich auf Englisch gehalten. Jedes bisschen Sprachkenntnis bringt einem aber natürlich unfassbar weit. Also man wird besser in die Kultur aufgenommen, man findet leichter Freunde. Wenn die Leute merken, dass man Interesse an der Kultur, an der Sprache hat, da hilft jedes bisschen wirklich enorm. Also umso mehr du sprichst, desto besser. Aber um hierher zu kommen, um hier zu studieren, braucht man wirklich kein Japanisch. Okay, jetzt hast du gerade schon die Unterstützung angesprochen, denn all das ist ja schon ein großes Abenteuer. Ne? Da gehört schon einiges dazu. Entsprechend, wie gut war denn die Unterstützung durch AIFS? Also hast du dich da jederzeit verstanden, gut aufgehoben gefühlt? Waren die Leute für dich da, wenn du sie gebraucht hast? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte wirklich 24/7 E-Mail-Support, konnte den jederzeit schreiben. Durch die Zeitverschiebung ist es natürlich immer ein bisschen schlecht. Heißt, man bekommt meistens erst den nächsten Tag die Antwort. Und dort habe ich mich auch sehr verstanden gefühlt. Also man ist auf mich eingegangen, hat sich auch mit der Uni auseinandergesetzt und eventuelle Missverständnisse aufgeklärt. Von daher war ich sehr, sehr zufrieden mit dem Support. Also sehr nett, sehr verständnisvoll. Ja, kann ich überhaupt nicht meckern. Das sind viele bleibende Eindrücke auf jeden Fall bei dir abgespeichert. Gibt es denn das ein oder andere Erlebnis, Geschehnis, das du mit besonders guten Erinnerungen assoziierst? Das gibt es auf jeden Fall. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber auf jeden Fall die Festivals hier sind ein riesiges Happening. Wir haben jedes Jahr Samurai-Thema-Festivals. Also Festival im Sinne von Paraden, ja. Von Kampfnachstellungen, von alten Samurai-Kämpfen, die sehr berühmt waren. Ja, dazu gibt es eben
diese Festivals jedes Jahr verschiedene. Zu denen bin ich super, super gerne hingegangen. Wirklich sehr, sehr beeindruckend. Das waren auf jeden Fall, glaube ich, meine liebsten Erinnerungen. Wie wird denn die Reise für dich jetzt weitergehen? Also geht die Reise in Japan noch weiter oder dann irgendwann wieder zurück nach Deutschland? Leider wird es für mich bald nach Deutschland zurückgehen. Ich möchte aber unbedingt nach Japan zurückkehren. Also wenn es irgendwie möglich wäre, würde ich auch jetzt noch weiter hier bleiben. Es ergibt momentan für mich leider keinen Sinn, noch weiter hier zu bleiben. Ich werde aber auf jeden Fall hierher zurückkommen. Es ist wirklich ein großartiges Land. Ich bin begeistert von Menschen, von Kulturen, von der Sprache auch. Ja. Also der Weg nach Japan oder der Weg nach Japan zurück ist auf jeden Fall schon mal geebnet oder geebnet worden durch dein Auslandssemester. Deswegen erlaub mir abschließend die Frage, Nico, würdest du sowas weiterempfehlen? Das würde ich auf jeden Fall. Also es ist eine unfassbar bereichernde Erfahrung. Allein schon im ICLA, in der Universität, die verschiedenen Leute, die man dort kennenlernt, die ganzen Austauschstudenten. Ich habe Leute aus jeder Ecke der Welt kennenlernen dürfen. Ich habe das Gefühl, sehr viel dazugelernt zu haben, sehr viel persönlich gewachsen zu sein. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Also man merkt es dir an. Ja, einfach mal einen Einblick zu gewinnen, war schon eine einzigartige Erfahrung. Und ich würde es auf jeden Fall an jeden weiterempfehlen, der das Geld, die Zeit hat, hier tatsächlich herzukommen. Es ist hochgradig empfehlenswert, meiner Meinung nach. Das sind doch tolle abschließende Worte. Nico, nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, für all die Eindrücke. Wir wünschen dir natürlich alles Gute auf deinem weiteren Weg, egal wohin er auch führt, ob zurück nach Deutschland oder dann doch wieder zurück nach Japan. Pass auf dich auf und vielleicht sehen wir uns wieder in Deutschland oder in Japan. Mal schauen. Man wird es sehen. Ja. Wenn Nico und ich nun euer Interesse an einem Auslandssemester geweckt haben, steht euch das Team von AIFS natürlich für eine kostenlose Beratung zur Verfügung. Unter den weiterführenden Links in der Videobeschreibung findet ihr den Kontakt und alle relevanten Infos zum Programm, wie etwa die aufgedröselten Preise und Leistungen oder Vorteile und Voraussetzungen. Dankeschön an dieser Stelle an AIFS fürs Möglichmachen dieser Reportage. Danke an die Verantwortlichen der Gakuin University für die Unterstützung und Gastfreundschaft. Und natürlich ein herzliches Dankeschön an euch fürs Zuschauen.